Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4, The Legacy Challenge. Jo, in der letzten Folge waren wir relativ spontan und erfolgreich am Angeln. Und wenn mir jetzt die Festplatte abgeschissen ist, werde ich ganz böse. Nee, gut, zum Glück nicht. Jo, er könnte sich gerade mal ein bisschen um seine privaten Bedürfnisse kümmern, wie zum Beispiel erstmal was rausdrücken, dann was essen. Ja, und dann könnte er vielleicht am Gespräch hier teilnehmen, denn Ralph ist ja gerade wieder da, wie man sieht. Okay, jetzt ist umgeswitcht auf grün. Jetzt ist er wieder blau. Der Geist ist blau, Alter. Da kannst du ja gar nichts gegen machen, Alter. Ich bin dafür, verspotten ihn das gleich erstmal ein bisschen. Wieso muss er jetzt als Geist laufen? Wir gehen mal die Mülltonne umdrehen. Mit Ralf drin. Das finde ich eine gute Idee. Hey. Was denn jetzt? Trauert der jetzt gerade ernsthaft um sich selber? Und dann machen wir auch noch ein Selfie. Fabusabe? Garba. Shepim Lenji? Jabin. Joel. Boris. Squat Nelster. Lanji Chiba. Prince Shard. Rugi Payun. Susul. Terrif. Lakuzlo. Chupar. Flazi. Benorf! Ja, okay, man kann also einen Geist erschrecken, ist also gar kein Problem. Da würde ich mal sagen, wir klemmen uns jetzt aber gerade nochmal ins Bett hier. Obwohl, warte mal, ins Bett klemmen ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so die gute Idee. Haben wir hier noch irgendwelche Essensreste drin? Nö, haben natürlich wieder alles weggeschmissen, so wie es aussieht. Ihr Helden. Dann kochen wir nochmal eben schnell was. Frühstück servieren. Wie wär's denn mit Rührei? Rührei klingt doch gut. Wir machen mal Rührei. Ja, rühr mir doch am Ei. Da rühr mir doch am Ei. Er hat ja noch ein bisschen Zeit, bis er zur Arbeit muss. Kannst du aber aufhören, mit dem Geist zu quatschen. Ja, tschüss. War sehr schön mit dir. Vielleicht können wir ja ein Bild malen. Okay, er hat sich gerade erstmal verpieselt. Ist auch gut. Ja, das sieht schon hervorragend aus, was du da machst, mein Freund. Vielleicht noch ein klein bisschen Sauerrahm dazu. Ja, das passt vielleicht ganz gut. Aber wie schön man jetzt aus dem Fenster gucken kann da hinten. Ich sehe sogar die Schmetterlinge. Ah, das ist schön. Moin. Ciao. Okay, Nas, ich mach doch gerade... Ja, Chips zum Frühstück, genau. Na gut, wenn sie damit anfängt, dann kann ich das auch. Ja, lass es mal sein, sonst kriegen jetzt wieder alle Hunger auf Chips. Das ist ja natürlich auch nicht richtig. Ja. Sieht sehr schön aus. Auch fast gar nicht klumpig oder so.
Na ja. Lassen wir mal so stehen. Aber Hauptsache zu essen. Hier kommt, man sieht direkt, dass sie nach Ralf kommt. Sie mag kein Gemüse. Und Espresso. Und Geld. Ja, die Kleine ist sehr weit für ihr Alter, muss man sagen. Apropos ist sehr weit für ihr Alter. Sollte jetzt nicht eigentlich mal langsam Bettzeit angesagt, nicht Schulzeit angesagt sein? Hm. 48 Minuten bis Unterricht. Ja, allzu lange ist es nicht mehr. Das stimmt wohl. Höhere Level der Motorikfähigkeit erreichen. Ja, wenn du fertig bist, kannst du noch ein bisschen tanzen. Touren. Vor allem wirst du auch bestimmt gar nicht in der Schule ausgelacht, wenn du so rumrennst. Haben wir sie überhaupt schon als Rentner? Nee, ne? Irgendwie nicht. So, er steht wieder ein bisschen planlos in der Gegend rum, dann räumen wir ein bisschen auf, da fühlst du dich ja gut. Zumindest, wenn du nach dem Vater kommst. Und dann würde ich sagen, wenn das weggeräumt ist, weglegen und dann hauen wir uns mal ganz kurz eben ein bisschen ins Bettchen. Damit du auch fit bist, wenn du zur Arbeit musst. Ne Schwal, Digga. Diese Krumm- und Schieferhaufen da drüben, ey. Ja, wenn wir ein bisschen Geld zusammen haben, müssen wir uns echt auch mal ein bisschen um Gartengestaltung kümmern und generell, dass die Küche mal woanders hinkommt und dass das in den oberen Stock wandert und was weiß ich nicht alles. Und Keller wollen uns ja auch schon seit Ewigkeiten machen. Aber irgendwie vergisst man es ja ständig. Geht sie freiwillig auf den Pott oder? Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz eben nachhelfen. Amelia Gratze ist zur Schule. Ja, dann mach mal schön deine Hausaufgaben und lern mal fleißig, Kind, nicht? Also. Ach, sie ist auch schon arbeiten. Sie ist arbeiten? Ich wollte gerade sagen. Ist doch auch noch Schule. Ja, eh geht's gut. Das heißt, sie könnte dann jetzt gerade noch mal ein bisschen versuchen, hier so viel Geld wie möglich ranzumachen. So ein mathematisches Diagramm zum Beispiel machen. Ja, wir müssen ja ein bisschen mal gucken, dass wir hier Geld zusammenkriegen. Weil von ihrer normalen Arbeit kommt da ja nicht wirklich viel zusammen. Hör auf, die Hände zu waschen, das ist übertriebene Hygiene, sowas wollen wir nicht. Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich mittlerweile? 123 Tage, ist ja schon mal was. Oh, das ist natürlich jetzt gerade doof, dass... Ah, da ist er drei. Ah, guck mal, schau. Leben durch Altersschwäche. Tjo. Alter, diese vier Kinder. Schon echt eine reife Leistung, muss man ja sagen. Einfach mal sieben Kinder zur Welt gebracht. Also, nicht zur Welt gebracht, sondern, naja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Sieht das gut aus? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ah, das sieht auf jeden Fall total gut aus. Auf jeden Fall sieht das richtig aus. 97 Simoleons. Na ja, gut. Aber ich glaube, sie lernt dadurch ja auch in erster Linie. Dass alles so richtig ist, weiß man nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie weiß, was sie tut. Ja, sie ist ja ein cleveres Mädchen, eine clevere alte Rentnerin. Aber das dauert auf jeden Fall noch Ewigkeit, bis sie fertig ist mit dem Ding. Da müssen wir nochmal kicken. Verführerisch. Mhm. Wahrscheinlich aber deswegen die Dings rumgekriegt.
Die Bella. Weil ansonsten ist die ja eigentlich als ziemlich großer Sturkopf bekannt auch. Ich frage mich, ob er das nachher darstellen soll. Wahrscheinlich Damenzotten oder sowas. Vor allem will ich wissen, ob man da auch ein Meisterwerk rauskriegen kann. Ich weiß, kann sein, dass es hier schon mal passiert ist, aber das habe ich natürlich schon wieder vergessen. Im Verlauf der 125 Folgen, die wir jetzt bald haben. Was soll denn das darstellen? Ich kann mir jetzt absolut keinen Reim drauf machen. Ring- und Maulschlüssel. Ganz eindeutig. Oder ein Xylophon. Ein loses natürlich. Ja, ich bin begeistert davon. Ich hänge es mal neben das andere. Einfach weil. Das ist bestimmt richtig. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt, kriegt man jetzt irgendwie relativ viel für raus oder keine Ahnung was. Wir machen dann mal ein Pop-Art-Gemälde. Ein großes, vielleicht klappt das ja auch ganz gut. Ich hoffe, das geht dann auch ein bisschen schneller. Und ja, ich weiß, wir sind jetzt gerade wieder mal beim Malen angekommen. Aber wie gesagt, das ist im Moment die einzige Möglichkeit, wie wir relativ schnell viel Geld machen können. Okay, hier geht's schon wieder nicht gut. Angespannt, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir einfach mal Faulenzen machen. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Was fehlt dir denn? Ja, ein bisschen erschöpft ist sie jetzt gerade, aber gut, dann können wir auch fleißig arbeiten. Ja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal richtig schick aus. Boris Becker. Oder Stefan Raab. Na gut, warten wir einfach mal ein bisschen ab. Ach, das war ja hier, ne? Das war ja. Oh, war ja. Der war ja. Mit dem Fischreier. Und dem alten Geier. Oh. Ah, irgendwie habe ich mich schon mal doch vertan. Es geht da ja, doch ein bisschen schneller geht's. Bayer? Ja, Bayer, genau. Am Bayer. Hallo. Jo, und dann würde ich auch sagen, wir machen jetzt schon mal. Wir fangen schon mal an mit der. Nicht Stefan Raab, nicht Boris Becker, sondern oh, mir liegt das auf der Zunge, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wie heißt dieser Fatzke? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall so hässlich, dass ich es auf jeden Fall bitte sofort verkaufen möchte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Dann ist die Ela auch wieder dabei. Und bis, ja, dann, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ohne, dann Däumchen nach oben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Also bis dann. Tschüss.